Wow! Yo! Wow! Yo, yo, yo! Na? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Right Exit. So nämlich. Wir sind im Brandnerntal. Fertig sind wir. Wir sind im Walliser Hof, wurden eingeladen. Und haben mega Bock, denn morgen die nächsten. Ja, morgen die nächsten zwei Tage. Sprich morgen und übermorgen im Bikepark Brandnerntal. Ja, zu fahren. Backflip. Backflip. Challenge für Johnny. Hier gibt es nämlich einen Airbag. Er wird einen Backflip machen. Versuchen. Machen. Das hast du schon mal gemacht, ne? Nein. Ins Wasser. Ja, richtig. Okay, muss ich genäht werden, wenn ich dachte, du hast die Rotation aber geschafft. Nein, ich bin auf dem Fahrrad gelandet. Ich habe davor nicht gecheckt, wie tief das Wasser ist. Dann stand das Rad unter mir und ich bin so auf dem Rad gelandet. Wir sind mittlerweile unterwegs im Bikepark, sind schon fast da. Wir sind sehr motiviert, Wetter hält auch ziemlich gut. Tatsächlich soll es jetzt auch nicht mehr regnen. Ja, wir haben mega Bock. So, erste. Aua. Klepp. Sollst du ein Held sein? Sei ein Held. Auf geht's. Meiner bist du schon. Oh, danke. Ich mach lieber ein bisschen sachte hier. Das sollte ich vielleicht nicht zu früh sagen. Boah. Boah. Oh, gleich so groß willst du gehen? Übertreib's nicht. Ich hab das Gefühl, du machst viel zu schnell. Und Flug? Liegt nicht zu weit. Boah! Und guten Flug hat es, glaube ich, ganz gut getroffen, oder? Ich habe mich wirklich kurz gefühlt wie so ein Skispringer. Wow. Ja. Ich bin auch so weit unten eingeschlagen. Hier, ich will irgendeinen coolen Trick an der Kurve sehen. Ja, geil. Ja, jetzt musst du nur noch irgendwie zum Stehen kommen, ne? Ich war so in den Track. Ja, fährst du? Scheiße, Kette geht raus. Du musst dich jetzt drehen. Wohin? Ja, du bist auf dem. Oh! Ja, Mensch! War auch okay. Ja? Jetzt habe ich drüber gelegt, glaube ich. Wow! Holy shit! So, wir checken mal den Johnny Knoxville ab. Wow! Den habe ich nicht erwartet. Hier ist so innen besser, oder? Wow! Rutschig ein bisschen. Boah! Okay, doch ein bisschen rutschig, ne? Wie mache ich ihn das jetzt hier? Gewicht aus. Kurz mal weggeguckt, ne? Schon liegst du da. Ja, aber das hast du jetzt solide gelöst. Unten bist du auf jeden Fall. Okay, aber sehr rutschig, oder? Ja. Ja. Ah, geht schon, ne? Boah, rutschig. Da war nix. Boah, da war ein Koblan. Du bist so durch. Was ist los? Auge. Der Kuhfladen ist ins Auge.
Wie? Was machst du jetzt? Kommt das hier rein? Ich war auf einmal nass. Stark. Alter, mein Helm ist mit der GoPro so voll abgehoben. Willst du mal den wunderschönsten No-Hander sehen, den du je gesehen hast? Den würde ich sehr gerne sehen, ja. Okay. Oh? Also, der Lift hat mittlerweile zu, aber das Airbag ist noch offen. Deswegen hängen wir jetzt noch eine kleine Airbag-Session dran. Und der Johnny ist auch am Überlegen, ob er nicht mal einen Backflip ziehen soll. Auf jeden Fall cool, wir haben gerade schon ein paar Sprünge gemacht. Ja, war jetzt nicht so gut, aber hat kein Selbstbewusstsein gebracht, würde ich sagen. Einmal auf den Kopf so ein bisschen gelandet, seitdem ein bisschen Kopfschmerzen. Aber mal gucken, das ist natürlich eine gute Gelegenheit hier. Ja, Johnny hat es nämlich vorhin mal ein bisschen gemault, den haben wir leider nicht auf Kamera. Und da ist er Kopf gefallen. Und seitdem Kopfschmerzen. Kopfschmerzen und ein bisschen Schiss. Schiss! Also, ich mache jetzt den Backflip. Okay. Einfach ziehen, oder was? Mache ich quasi die Backflip-Bewegung. Ja. Also, ich bin. Du bist der Kicker? Ich bin der Kicker. Genau. Dann gehen wir jetzt hier oben. Und dann gehe ich ja, so. Genau. Genau. So hin. Einfach noch hin. Schick weiter rein. Hast du einen Finger an der Bremse? Ich habe sie immer an der Bremse. Auf den Fingern. Ja, ich habe meine Finger immer an der Bremse. Peinlich. Wenn ich hier hinten bin, ja, mach ich dann drin. Mit dem Kopf meinst du jetzt? Ja. Ich mache das alles instinktiv. Ich denke da nicht drüber nach. Und das wirst du auch so machen. Hundertprozentig. Du wirst in der Zitter. So. Du kannst dann nicht mehr drüber nachdenken, wie du das dann machst. Ja, deswegen mache ich dann gar nichts mehr und dann lande ich so. Ich kann auch sonst keinen Backflip. Obwohl, also. Mhm. Stimmt, können wir ja mal einblenden hier. Du kommst hier an und gehst dann einfach, wie als würde die Krümmung noch weitergehen, gehst du immer, ne, gehst mit dem Kicker einfach mit. Geht sie nach hinten? Ich nehme mal einen Punkt, auf den ich achte. Nur einen? Ja, mehr kann ich nicht. Nach hinten lehnen. Das Ding ist halt, ich weiß, dass man da Vollgas committen muss. Mhm. Weiß ich gerade noch nicht, ob ich das machen würde. Gehen wir mal schnell so eine dosierte Stelle. Nicht zu fest, ich habe aber auch nicht zu leicht. Ne? Jetzt bin ich. Ja! So! Nein, hoch! Komm, komm, komm! Was machst du hier oben? Du musst runter. Ja, ich muss dann gleich fahren. Okay. Okay. Jeder hat seine eigene Herangehensweise, ne? Wenn der Johnny das braucht, machen wir das so. Ich will's nicht. Durchziehen, das schaffst du. Jawohl. Wow! Holy shit! Was war das? Du hast den Lenker losgelassen, oder? Ich glaube, es sah gut aus eigentlich. Aber geht's? Ja, ja. Läuft geschissen. Ey, wir haben auch voll was hin vergessen. Stimmt.
Luft noch kurz gehabt. Weil ich aus Angst den Lenker loslasse, das ist nur Angst. Genau. Ich zitter ein bisschen. Ja, das glaube ich. Jetzt machst du ganz komische Sachen mit deinem Fuß, schau mal her. Alter. Ich lass da schon los, ist ja. Ja, ja. Sau dumm. Und ohne Scheiß, das bringt wirklich, also ich kenn's von anderen Sportarten. Hm. Wenn man es mal durchzieht dann, ne? Ne. Achso. Das mitzufilmen. Ich habe jetzt nur an das Zurücklehnen gedacht. Genau, aber du musst auch noch ein Fahrrad festhalten. Lassen. Das war ein Kamikazenflug. Yo! Geht's? Ja, ja. Holy shit. Ja, es ist so eine Scheißkotze. Ich drück das sogar weg. Jetzt war ich einen Ticken länger dran, würde ich sagen. Ja, du gehst nicht weiter, schau. Ja, du musst weiter in die Rotation da. Du das gehst das nicht. Heißt, du Kopf da nach hinten jetzt. Genau, du musst da einfach weiter. Genau, die Höhe lang, genau. Alles, ne? Voll. Ja, dann läuft's doch. Dann läuft's doch, ne? Wow! Jo, jo, jo! Holy shit! Ja, jetzt bist du mit dem Arsch drin gewesen. Holy shit! Geht's? Ja, ja, alles gut. Du schaust ein bisschen schief aus. Hä? Mann! Morgen! Junge! Aber du sorgst für Action hier. Ich sag mal so, das überhaupt zu probieren ist schon eine Menge wert. Weil irgendwann kommt es. Warte mal, lass mich mal kurz. Hier. Ah. So. Ja, okay, dann kommen wir morgen nochmal. Oh, vielen Dank. Ja. Jo, danke schön. Wenn mir dann hier alles wehtut, so langsam kommen die Schmerzen. Genau, jetzt bist du zu sehr nach hinten und bist mit dem Arsch in den Reifen und dann blockiert es komplett und dann Vorwärtsrotation. Ey, Langarm ist gar nicht dumm. Junge. Lässig hier, aber das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Morgen. Jetzt musst du leider hier der Airbag zumachen. Du brauchst ja gar keinen Airbag eigentlich. Oder? Wahrscheinlich würde er nur 2 Stunden offen haben. Die wollten mich nur vor mich selbst beschützen. Ja, und noch ein Tipp: Langarm anziehen und Handschuhe. Also alles hier. Und vielleicht Fullface-Hemd. Ja, vielleicht auch ein Fullface-Hemd. So, ich mal jetzt Feierabend. Ja, das war's von Tag Nummer 1. Würdest du sagen, es war erfolgreich? Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja. Sagen wir es mal so. Vorfreude ist die schönste Freude. Nee, es war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Der Park ist schon sehr cool. Im Wetter hatten wir Glück. Was will man fast mehr, ne? Ein Backflip vielleicht. Genau, den nehmen wir noch. Aber es brennt auch alles jetzt. Morgen machen wir das Ganze mal mit Langarm. Ich habe auch eigentlich so einen Ellenbogenschoner. Ja, ist gut. Kann ich dir rausleihen? Gut, dass du das sagst. Vor uns geht's jetzt ab ins Hotel. Ich kann nicht in den Pool. Dann noch ab in den Pool. Und es wird noch geil was gegessen. Und sauniert. Und sauniert. Und nee, das geht wahrscheinlich auch nicht, weil das brennt. Vitamin B getankt. Ah, okay. Bis morgen.